die Tür nicht auf! Verdammte Scheiße! Ich muss diese Tür aufkriegen! Nein! Geh schon auf! Los, aufmachen! Das hier ist eigentlich schon das zweite Tonband. Die erste Kassette ist versehentlich von Mason zertreten worden. Eine Karte lag noch dabei, keine handgeschriebene und ohne Unterschrift. Tatsächlich. Und es hört sich so an, als wäre Ihre Stimme auf dem Band. Also hören Sie sich das bitte mal an. Sind Sie bereit? Ja, Dad hat immer seinen eigenen Stil gelebt, eben wie er wollte. Die Familie musste sich ihm absolut unterordnen. Er herrscht nun mal unerbittlich, denn unter seinen Samthandschuhen versteckt er eiserne Fäuste. Das ist nicht wahr. Du hast doch eine Menge Verantwortung bei Campbell Enterprises. Das mag schon zutreffen, aber er beherrscht alle und jeden. Ich kann mich bemühen, wie ich will. Es gelingt mir nie, ihn völlig zufriedenzustellen. Ich versuche, alle Aufgaben ganz in seinem Sinne zu erledigen. Aber nein, wahrscheinlich kann es ihm nicht einmal Gott recht machen. Er ist nun mal ein mächtiger Mann. Nur wird Macht hässlich, wenn sie missbraucht wird, um Persönlichkeitsprobleme zu kaschieren. Nero war auch mächtig. Und genauso Ivan der Schreckliche. Nicht gerade bewundernswerte Männer. Also, hat Mason das zu Ihnen gesagt? Und wenn ja, wann? Dad, ich verstehe nicht, was das hier soll. Ich stelle hier die Fragen. Ich versichere Ihnen, dass ich das zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe, Mr. Capwell. Sind Sie absolut sicher? Ja, natürlich. An diese Worte würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass Ihr Sohn niemals in meiner Gegenwart dieses oder Ähnliches über Sie gesagt hat. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass er das denken würde. Nun, Veronica, erstmal vielen Dank. Ich habe Sie damit äußerst ungern belästigt. Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte. Und nun möchte ich euch bitten, uns zu entschuldigen. Ich möchte gern mit Mason allein sprechen. Natürlich. Mason, es tut mir wirklich leid, dass das hier passiert ist. Ich weiß nicht, warum Menschen so etwas tun können. Ich nehme an, es gibt Leute, die nicht vertragen, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und sich einmischen. Jedenfalls haben sie uns diesen Abend ruiniert. Wie meinst du das? Ich meine, es hängt doch von uns ab, ob wir es zulassen, dass sich andere in unser Privatleben einmischen. Aber eins sollten wir nicht vergessen. Unser Vertrauen zueinander. Das hier ist doch keine Frage des Vertrauens. Hier ist eine Tonbandaufnahme mit deiner Stimme. Ganz richtig. Das bin ich. Wäre es zum Beispiel Kellys Stimme oder Teds Stimme oder Edens oder Jennings gewesen, wärst du dann auch absolut sicher? Was willst du eigentlich damit sagen? Du hast mich bloßgestellt, und zwar vor der gesamten Familie. Selbst vor Fremden musst du mich noch weiter demütigen. Glaub mir bitte, es war nicht meine Absicht, dich bloßzustellen. Ich weiß nicht, was deine Absicht war, aber ab und zu solltest du dir schon mal Gedanken über die Nebenwirkungen machen. Was soll das heißen? Ich meine, du bist oft so verbissen in deine Vorhaben, dass du an die Nebenwirkungen nicht denkst. Mason, ich verstehe noch nicht ganz, was du sagen willst. Ich glaube schon, dass du mich verstanden hast. Willst du einen Drink? Nein. Ich finde, du trinkst in letzter Zeit etwas zu viel. Oh, tatsächlich. Was du nicht sagst. Ich weiß wirklich nicht, was in dich gefahren ist. So kenne ich dich gar nicht. Du bist über alles verbittert. Hey, Dad, ich habe doch alles getan, was du von mir verlangt hast. Oder hast du das etwa vergessen? Ich war auf der Universität in Harvard, studierte dort Jura, kam zurück, arbeitete für dich und danach im Büro des Bezirksstaatsanwaltes. Alles, was du von mir verlangt hast, habe ich auch durchgezogen. Nur zufrieden warst du nie. Nein, Mason, das ist nicht wahr. Jeder Vater setzt Richtlinien für seinen Sohn. Möglicherweise ist es so, dass du immer genau wusstest, was du von mir erwarten konntest. Weißt du, heute zum Beispiel an deinem Geburtstag, ich dachte, ich hätte ein Geschenk, worüber du dich wenigstens etwas freuen würdest. 50 Hektar am Strand, absolute Spitzenlage. Ja, du hast dich gefreut. Einen Augenblick lang. Das habe ich auch. Wirklich. Es tut mir leid, dass ich unsere Feier durch diese Umstände unterbrochen habe. Ich musste es einfach tun. Ich weiß, es war ein Fehler. Lass uns weiter feiern. Der Abend ist noch nicht zu Ende. Nein. Für mich wird dieser Abend mit Sicherheit unvergesslich bleiben. Also, dein Angebot, was den Job angeht, Dad, das heißt, falls es dir ernst war. Was meinst du?
Oh, wahrscheinlich hast du das schon vergessen. Aber du hast mir tatsächlich den Posten des Hauptjustiziars von Capital Enterprises angeboten. Oh ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn will. Aber ich denke darüber nach. Vielleicht sollte ich langsam ausbrechen aus dem Capwell-Firmenverband. Was sagst du da? Ach, nichts. Was sollte dieser Kommentar über unsere Firma? Ich meine, hast du in letzter Zeit mal über unsere Familie nachgedacht, ne? Oh ja, das mache ich jeden Tag, mein Sohn. Vielleicht solltest du es noch etwas genauer tun. Die Familie bricht auseinander, Dad. Jeden Tag, immer mehr. Kelly trifft sich mit Joe Perkins. Wohin soll das alles führen? Und Eden, mein Gott, Eden kommt alle Jubeljahre mal vorbei und selbst dann kriegst du keine vernünftige Antwort aus ihr heraus. Und was ist mit deinem kleinen Sohn? Noch nicht einmal aus der Schule heraus schon wendet er sich gegen die Familie und verliebt sich in eine Lockridge. Also was meinst du, hält uns noch zusammen, Dad? Wir sind Caprats, jeder von uns. Das hat immer gereicht und es wird auch weiterhin reichen, uns zusammenzuhalten. Es hat aber nicht gereicht, mir mehr zu vertrauen als einer Stimme auf einem Tonband. Dazu hat es leider nicht gereicht. Nicht wahr? Hilfe! Hilf mir denn niemand! Ruhig, ganz ruhig bleiben, keine Panik. Das war eine himmelschreiende Lüge, Veronica. Was hätte ich denn sagen sollen? Die Wahrheit natürlich. Nein, ich konnte nicht die Wahrheit sagen, denn ich hätte Mason damit vor seinem Vater absolut unglaubwürdig gemacht. Er ist einfach unglaubwürdig, indem er sowas sagt. Wissen Sie, er sprach darüber ganz privat. Niemand sollte was davon erfahren. Und es hatte in keiner Weise irgendetwas mit seinen Geschäften zu tun. Er sprach zu mir ganz privat und das wurde dann aufgezeichnet. Also das wünsche ich wirklich keinem. Sie haben gelogen. Die Wahrheit ist, Sie haben gelogen. Denken Sie, Mason würde mich weiter beschäftigen, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte? Meinen Sie, ich werde es tun? Was meinen Sie damit? Sie arbeiten für mich, nicht für Mason. Aber er ist Ihr Chef. Denken Sie, ich will eine Sekretärin, der ich nicht vertrauen kann? Der Sie nicht vertrauen können? Oh. Peter, ich habe immer gute Arbeit geleistet, aber hier handelt es sich um außergewöhnliche Umstände. Sie haben gelogen. Peter, ich habe nicht vor, eine Capwell zu heiraten und habe nicht die finanzielle Sicherheit wie Sie. Mason kann mir eine Zukunft in dieser Firma bieten. Mason? Ich denke, Sie verachten Mason. Geschäft ist Geschäft. Genau. Und Sie arbeiten für mich. Das scheinen Sie heute Abend völlig vergessen zu haben. Und was mich angeht, Veronica, Sie haben mir damit geschadet. Ich denke nicht, dass ich so eine Sekretärin haben möchte. Ich wollte Ihnen noch für Ihre Rückendeckung danken. Gern geschehen. Sie haben mir sehr geholfen. Ich wollte nicht, dass man Sie bloßstellt für eine private Bemerkung unter Freunden.
Wissen Sie, solche Begebenheiten besiegeln Freundschaften. Ich meine es ernst. Diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht vergessen. Ich stehe in Ihrer Schuld. Das würde mich sehr freuen, denn Peter sagte mir, dass er mich feuern will. Was? Mhm. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Und jetzt gehe ich nach Hause, weil ich müde bin. Nein, weil es mir reicht. Peter! Ja, Mason? Was ist dir denn da wieder eingefallen? Hm? Du sagtest meinem Vater, die Stimmen auf dem Tonband wären sicher meiner und Veronikas. Ich hätte eigentlich vermutet, dass wir eine bessere Beziehung miteinander gehabt hätten. Es waren eure Stimmen, Mason. Und jeder wusste es. Und alle wissen, einschließlich deinem Vater, dass ihr beide gelogen habt. Ich schätze, dass es so viel leichter für die Familie zu ertragen ist. Du bist wirklich gut beim Graben deiner Grube, aus der du nach meiner Ansicht nicht wieder rauskommst, Peter. Ich wäre jedenfalls nicht so unverschämt, meinen Vater mit einem Barbaren zu vergleichen. Wir wissen nicht einmal, wer dein Vater ist, nicht wahr? Wir wissen eigentlich gar nichts von dir, Peter. Du bist uns ein ziemlich rätselhafter Mann. Versuche nicht, einen mysteriösen Mann aus mir zu machen, Mason, nur weil ich keinen Capwell-Familieneinfluss hinter mir habe. Ich war kein Anwalt, sondern Lehrer. Deshalb weiß ich auch nicht, wie man eine Sekretärin zum Lügen bewegen kann. Ich habe dir nie vertraut, Peter. Was hast du ihr für die Lügen bezahlt? Mach dich nicht lächerlich. Sag bloß noch, sie hat es aus reiner Loyalität gesagt. Sie hat mir erzählt, dass ihre Stellung gefährdet sei. Ich habe einfach kein Vertrauen zu ihr. Für besonders loyal habe ich dich noch nie gehalten, Peter. Veronika andererseits scheint doch sehr loyal zu sein. Nein, wenn überhaupt dein Arbeitsplatz in Gefahr ist, Peter, dann ist es deiner. Veronika, mein Lieber, kann sich darauf freuen, dass sie von dir eine nicht unbeträchtliche Gehaltserhöhung bekommen wird. Das glaube ich nun wirklich. Hör mir mal gut zu. Du wirst dir eine Gehaltserhöhung geben, oder? Du kannst dich auf der Straße wieder nach Arbeit umsehen. Ich glaube nicht, dass dein Vater dir erlauben würde, mich zu feuern, Mason. Nein. Nur weiß mein Vater zum Beispiel nicht, dass du eine alte und intime Beziehung zu Augusta Lockridge hattest. Meinst du denn wirklich, er will einen Stellvertreter für die Capwell Hotels, der intime Beziehung zu seiner Rivalin hatte? Und noch viel weniger würde er wollen, dass dieser junge Mann seine Tochter heiratet. Der einzige Grund, weswegen ich mit Augusta Lockridge zu tun hatte, war Informationen für dich zu besorgen, um deinem Vater einen bombigen Geburtstag zu ermöglichen und zu versuchen, Perkins wieder ins Gefängnis zu bringen. Joe Perkins, also das ist nun noch so ein Thema. Weißt du, jedes Mal, wenn ich Kelly sehe, dann kommt sie gerade von einem Treffen mit Joe Perkins. Aber das brauche ich dir ja nicht extra zu erzählen, Peter, das weißt du ja. Weißt du, Mason, wenn du deinen Job mit Joe Perkins richtig erledigt hättest, wären unsere Probleme längst aus der Welt geschaffen worden. Tja, du bemühst dich wirklich sehr, Peter, aber du machst einen großen Fehler, dich mit mir anzulegen. Du hast doch wirklich genug Schwierigkeiten. Hat dich deine Vergangenheit gerade eingeholt, mein Lieber? Mach dir deswegen keine Sorgen. Da ich dir mit Sicherheit nicht die 250.000 leihen werde, wer wird sie dir leihen? Ich hoffe doch nicht, du wirst versuchen, Aluminiumdosen zu recyceln. Eine sehr gute Idee. Dann solltest du dich besser dem Schrotthandel zuwenden, als dich durch Einheirat gesund zu stoßen. Das sind doch Schulden aus längst vergangenen Tagen, Mason. Nun, das hört sich so an, als wäre deine Vergangenheit sehr kostspielig gewesen, Peter. Waren es die Frauen? Die Spielleidenschaft? Du spielst doch sogar jetzt noch, nicht wahr? Meinst du? Ist nicht jeder Tag für dich ein Glücksspiel, Peter? Ist Kelly für dich auch ein Spiel? Ist nicht dein ganzes Leben ein Glücksspiel? Was willst du von mir, Mason? Ich will von dir eine Antwort, Peter. Was ist das? Drogen? Glücksspiel? Die Frauen? Nun sag's mir. Dir werde ich gar nichts sagen. Nach dem, was du dir heute rausgenommen hast, brauchst du wirklich nicht mehr mit meiner Hilfe zu rechnen. Das Spiel hast du für alle Zeiten verloren. Ich werde dich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Danke. Sie sind mit dem Anschluss 555-0306 verbunden. Bitte hinterlassen Sie nach dem Pfeifton eine Nachricht. Ich werde Sie zurückrufen. Hier ist Joe. Ich werde heute am späten Abend eintreffen. Ich muss Sie sehen. Ich werde Sie wie verabredet im Lagerhaus treffen. Anchorage.
Was macht er denn in Anchorage? Hallo. Hallo. Kelly, ich muss dich sprechen. Warum denn? Lass uns hier verschwinden, na komm schon. Aber wo willst du denn hin? Nun komm, ich will hier raus auf einen Drink. Mir ist es ganz egal, wohin. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Wieso können wir nicht hier reden? Ich habe hier einfach kein gutes Gefühl. Komm schon, nur auf einen Peter, Drink. Ich kann jetzt hier nicht weg. Wieso nicht? Was hast du denn? Ich habe gerade mit Joe gesprochen. Er fliegt heute hierher. Es betrifft offensichtlich den Mord an Shannings, hat er vorhin gesagt. Ich möchte hier sein, falls er anruft und meine Hilfe braucht. Und ich möchte auf dem Laufenden bleiben bei allem, was passiert. Was kann er denn schon entdeckt haben? Das weiß ich auch nicht. Peter, ich dachte, du hättest längst deine Meinung geändert und würdest anders denken. Ja, das habe ich. Und ich verstehe dich auch. Kelly, versuch doch einzusehen, dass ich dich genauso brauche wie Joe Perkins. Joe braucht mich doch nicht, Peter. Ich mache das nicht für ihn. Ich mache das nur für mich, klar? Ich will den Mörder von Shannings. Ich verstehe das, Kelly. Aber ich muss mit dir reden. Also gut, reden wir hier. Was ist das für ein großes Geheimnis? Es gibt keine Geheimnisse. Ich möchte doch nur in Ruhe ein Gespräch mit meiner Verlobten führen. Ist das zu viel verlangt? Nein, ist es nicht, aber nicht jetzt. Wieso kannst du das denn nicht verstehen? Wir haben neue Beweise gefunden und das ist sehr wichtig für mich und meine ganze Familie. Und ich denke, er wird noch mehr herausbekommen. Guten Abend, Cici. Guten Abend, Peter. Ich verstehe dich. Wir reden dann morgen darüber, ja? Ja, gut. Was hatte denn das zu bedeuten? Ich sprach gerade mit Joe. Er hat wohl etwas Neues über Shannings Tod herausbekommen. Oh, Kelly, Kelly. Ach, hör auf, ich weiß doch, wie du darüber denkst. Aber er hat etwas Neues entdeckt. Interessiert dich das etwa nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht interessiert an den Entdeckungen von Joe Perkins. Siehst du nicht, dass er versucht, mit dir zu spielen? Nein, das stimmt nicht. Er versucht gar nicht. Doch, das tut er. Er benutzt dich doch nur. Es gibt keine neuen Beweise. Es ist mindestens 5 Jahre her. Gäbe es irgendwelche Beweise, wären sie längst bekannt. Nein, das wären sie nicht, weil Joe doch die ganze Zeit im Gefängnis war. Kelly, ich möchte dich bitten, dich da rauszuhalten. Ich will mich aber nicht raushalten. Du bist noch jung und sehr naiv. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, Daddy, ich bin eine erwachsene Frau. Mein Liebling, das sehe ich. Und ich kann dich besser verstehen als sonst jemand. Aber du hast keine Erfahrung. Keine Erfahrung? Jeder in dieser Familie behandelt mich, als ob ich noch ein kleines Kind wäre. Ich weiß genau, was ich tue. Ich verbiete dir, Joe Perkins in dieses Haus zu bringen. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Ich werde mich woanders mit ihm treffen. Du willst mir also den Gehorsam verweigern? Die Kinder verweigern den Gehorsam, nicht Erwachsene. Erwachsene tun das, woran sie glauben. Du wohnst immer noch in diesem Hause. Und ich werde nicht dulden, dass du dich mir widersetzt. Wenn du deinen Kindern in deinem Hause keine Toleranz entgegenbringst, Daddy, dann wirst du schon bald alleine hier wohnen. Liebling, ich möchte, dass du mich richtig verstehst. Momentan werden gerade Maßnahmen getroffen, Joe Perkins auszuschalten. Er hat in unserem Leben nichts mehr zu suchen. Und du weißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werden meine Anordnungen auch befolgt. Joe Perkins geht wieder zurück ins Gefängnis. Daddy, weißt du überhaupt, was du da sagst? Ich kann das einfach nicht glauben. Ja, ich auch nicht. Ich habe einfach nicht genug Kohlen dafür. Meinst du wirklich, Joe hat nichts dagegen, wenn wir sein Motorrad nehmen? Kein Problem. Er hat noch nie was dagegen gehabt. Hey, was machst du? Kannst du denn überhaupt fahren? Du solltest hinten sitzen und deine Arme um mich schlingen. Ach, Danny, hör auf mit dem Quatsch. Ich bin voll emanzipiert. Also, was ist? Drehen wir jetzt eine Runde oder nicht? Also, ich weiß nicht. Na gut. Nun los, doch, vielleicht bin ich altmodisch, aber mit einer Braut sitze ich lieber vorne. Naja, irgendwann ist es immer das erste Mal. Vor dir sitzt ein Mädchen der 80er Jahre. Ja, Sergeant, ich möchte einen Drogenhandel anzeigen. Nein, nein, ich nenne ihn nicht meinen Namen. Die betreffende Person heißt Joe Perkins. Das Rauschgift befindet sich unter dem Sitz seines Motorrades. Das ist alles. Ja,
mir steckst du. Eden, Liebling. Die schwierigste Sache der Welt ist, dir etwas zum Geburtstag zu schenken. Tatsächlich? Ja, du nimmst dir nicht einmal die Zeit, um dir deinen neuen Jet auf dem Flugplatz näher anzusehen. Ich werde ihn mir noch heute anschauen. Man bekommt ja nicht mal 10 Minuten deiner kostbaren Zeit. Oh, nein, die hast du. Verrate mir etwas. Wie kann eine junge Frau ihrem Vater solch ein Geschenk machen? Weißt du, man sollte sich im Leben nicht nur auf sein umwerfendes Aussehen verlassen, sondern zusehen, dass man etwas Vernünftiges tut. Was zum Beispiel? Nun, einige Investitionen haben sich gelohnt. Tatsächlich? Und welcher Art? Große Investitionen. Ganz ausgezeichnet. Etwas Glück war auch dabei. Ja, und das bedeutet auch für mich Glück. Eden, ja? Du überraschst mich und du beeindruckst mich. Und du begeisterst mich. Genau das wünschen sich Töchter von ihren Vätern. Ich bin stolz auf dich. Ich bin überzeugt, dass sich viele Väter so eine Tochter wie dich wünschen. Würden Sie mir jetzt bitte sagen, was los ist? Ich meine, Sie können doch nicht einfach in meine Garage kommen, ohne sich vorher anzumelden. Man hat uns einen Tipp gegeben, dem wir unbedingt nachgehen müssen. Was denn für ein Tipp? Wo, sagten Sie nochmal, ist Ihr Sohn hin? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich es nicht weiß. Officer, er ist ein erwachsener Mann. Ich denke nicht daran, noch auf ihn aufzupassen. Er ist... Warum fragen Sie mich einfach? Sie könnten uns helfen, wenn Sie sich erinnern würden, Ma'am. Wie soll ich mich erinnern, wenn ich es nicht weiß? Das ist schade. Was wollen Sie damit? Das gehört Joe. Wie oft würden Sie sagen, fährt Ihr Sohn mit dem Motorrad? Einmal am Tag oder mehrmals am Tag? Ich weiß es nicht. Wo könnte das Motorrad jetzt sein? Officer, ich habe keine Ahnung und ich verstehe nicht, wieso Sie mich mit diesen Fragen quälen. Können wir annehmen, dass Ihr Sohn mit dem Motorrad unterwegs ist? Nein, er hat es nicht mitgenommen. Aber vielleicht ist seine Schwester damit weggefahren. Sie sagte etwas von einer Runde drehen. Wissen Sie, ich kann mir nicht alles merken, was Sie tun wollen. Und selbst wenn es so wäre, dann geht es Sie überhaupt nichts an. Sehen Sie, Mrs. Perkins, Ihr Sohn hat noch Bewährung. Was er tut, geht uns sehr wohl was an. Und es wird langsam Zeit, dass Sie das endlich begreifen. Was ist es? Was hat er bloß getan? Wir wissen nicht, ob er was getan hat oder nicht. Wir wissen nur, dass wir unbedingt mit ihm reden müssen. Und sollten Sie ihn versteckt haben, bekommen Sie große Schwierigkeiten. Ich habe ihn nicht versteckt. Wo ist Ihre Tochter? Ich habe keine Ahnung. Das sollten Sie aber. Sie fährt öfter zum Strand zur Snackbar. Könnte sein, dass sie dort ist. Na also, das ist doch wenigstens etwas. Danke, Mrs. Perkins. Wir finden unseren Weg allein. Hallo, Summer. Wie geht's so? Ja, wie immer. Was ist mit deiner Hand? Ja, ich weiß, sieht hübsch aus. Schrecklich. Wie ist das passiert? Sag mal. Hab mich verbrannt. Nein, lass mich das machen. Zu fest? Nein, so ist es ganz gut. Halt still. Ich denke, das sollte sich ein Arzt ansehen. Ach, es wird auch ohne Arzt gehen. Du bist hart im Nehmen, was? Weißt du... Wie hast du denn das angestellt? Ich habe an meinem Wagen gearbeitet und da bin ich an den heißen Auspuff gekommen. Aha. Es ist eine ziemlich schlimme Verbrennung. Ja. So, fertig. Hey, hast du toll gemacht. Nicht schlecht. Nein. Das sieht wirklich richtig professionell aus. So wird's gehen. Aber ich finde, das sollte sich trotzdem mein Arzt ansehen. Naja, vielleicht. Vielleicht? Dann pass wenigstens auf, dass du dir nicht eine Infektion holst. Ach, weißt du, so gut wie du das verbunden hast, da glaube ich kaum, dass ich mich infizieren will. Hast du Lust auf einen Drink? Nein, danke. Ich habe schon einen. Das heißt, ich hatte einen. Dann wiederhole ich eben mein Angebot. Darf ich dich zu einem Drink einladen? Na gut. Und wohin gehen wir? Mein Dienst fängt in ungefähr 5 Minuten an, aber ich denke, das sollten wir nicht zu lange vertagen. Du sagst es. Oh, Eden, ich bin so froh, dass du jetzt zu Hause bleiben wirst. Ich auch. Ich muss schon sagen, ein idyllischer Anblick. Die verlorene Tochter, die in den Schoß der Familie zurückgekehrt ist.
Verlorene Tochter, was willst du damit sagen, Mason? Nun, seit Monaten haben wir keinen Piep von dir vernommen und dann eines Tages fällst du einfach aus heiterem Himmel herunter. Naja, ich meine, wir sind einfach alle ganz entzückt. Sind wirklich alle entzückt? Verlass dich drauf. Jeder einzelne von uns. Ich weiß nicht, Mason, aber du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du hast dich wirklich sehr verändert. Verändert? Inwiefern? Naja, du wirkst so verbittert, sarkastisch und unbefriedigt. Wir alle müssen nun mal in dieser Familie unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, obwohl uns viel in den Schuss gelegt wird. Und wenn du nicht glücklich bist, Mason, dann ist das allein dein Problem. Also ich bitte euch, hört jetzt auf. Eden kommt nach Monaten hier hereingeschneit und belästigt mich mit ihrer laienhaften Psychoanalyse. Wie finde ich denn das? Es würde dir besser gehen, wenn du zuhören könntest. Zuhören einer Person, die durch ihr extremes Verhalten selbst gefährdet ist? Wir haben nicht die leiseste Ahnung, was du die letzten Monate in deinem Leben gemacht hast. Mag schon sein, aber ich bin wenigstens nicht verbittert. Nein, du bist nicht verbittert. Du triumphierst. Mason, ich sagte, es reicht jetzt. Siehst du, Mason, es wird dir nicht gelingen, mir den Tag zu verderben. Also bis später. Und bis nachher. Bis dann. Eden und ich, wir haben uns noch nie gut verstanden. Es tut mir leid, Dad. Wir sind eben nur Halbgeschwister. Ich muss dringend mit dir reden, Dad. Mason, würdest du uns entschuldigen? Ja, gern. Was hast du gegen Joe für Maßnahmen ergriffen? Kelly, darüber werde ich nicht mit dir diskutieren. Was hast du vor, Dad? Was immer es ist, wir können jetzt nichts mehr daran ändern. Daddy, würdest du meine Frage beantworten? Nein, Dad, ich finde, es geht dich nichts an. Nichts, was mit Joe Perkins zu tun hat, geht dich noch etwas an. Natürlich, was redest du denn da? Es geht uns alle etwas an, wenn Joe unschuldig ist. Es kommt mir vor, als ob er dich einer Gehirnwäsche unterzogen hat, dass er diese Tat nicht begangen hätte. Aber er hat es. Und dafür wurde er vor 5 Jahren verurteilt. Er wurde unschuldig verurteilt. Ich kann nicht ertragen, was du da sagst. Ich kann es nicht. Und ich kann auch nicht dulden, dass du Joe Perkins noch einmal wieder siehst. Daddy, das geht nicht so einfach. Ich bin zwar deine Tochter und schulde dir Respekt, aber das heißt noch lange nicht, dass du über mein Leben verfügen kannst. Aber ich will doch nur dein Bestes. Und ich versuche, dich aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Würdest du mir mal zuhören? Ich habe zugehört, aber du nicht. Und ich habe dir gesagt, dass du diesen Kerl nicht wiedersehen sollst. Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Kelly, Joe Perkins hat deinen Bruder umgebracht. Deshalb kommt er mir nicht mehr in mein Haus. Und aus diesem Grund dulde ich nicht, dass du ihn weiterhin siehst. Hast du das endlich begriffen? Nein! Du kannst mein Leben nicht beherrschen. Du hast kein Recht dazu. Siehst du das nicht ein, Vater? Ich werde nicht mit ansehen, wie dieser Kerl dich weiter beeinflusst. Nein, so kann ich nicht weiterleben. Oh, Danny. Das war einfach toll. Aber zurück lässt du mich fahren, Motorradmädchen. Wie witzig. Na klar. Sieh mal, wer da kommt. Na, großartig. Der hat gerade noch gefehlt, dein Mann. Ausgerechnet jetzt. Du, ich hasse dieses lächerliche Ehespiel an eurer Schule. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Na, Liebling. Hi. Na, du kleiner Zwerg, was machst du hier mit meiner Frau? Hör mal. Sie ist nicht mehr als 45 Minuten am Tag deine Frau, ist das klar? Und das ist alles. Aha. Mikey. Lass das bloß nicht Bottoms hören. Sie ist 24 Stunden am Tag meine Frau. Und das müssen wir durchhalten, verstehst du? Wir müssen alles erleben. Die Höhen und die Tiefen. Richtig? Ende des Zitats. Du sollst wissen, wenn hier jemand meine hübsche kleine Ehefrau anmacht, dann bekommt er sehr schnell meine Faust zu spüren. Hey, Mr. Protzmann, für heute ist der Unterricht zu Ende. Da machen wir einfach, was wir wollen. Was wir wollen, mein Lieber, aber nicht, was du dir vielleicht gedacht hast. Hör mal, du abgebrochener Zwerg. Auf dem Fußballfeld habt ihr ganz schön versagt. Weißt du, deine Schule sollte geschlossen werden. Hör mal, du Großmaul, das nächste Mal, das stinkt ihr ab, okay? Oh ja, schön. Da kriegt man ja Angst, weil ich mir kaum eine schlechtere Mannschaft als eure vorstellen kann. Ey, du aufgeblasener Gasballon, ein einziges Steigholz genügt bei dir und schon gehst du... Komm her, du! Ich werde noch winseln und heulen. Wir schlagen nicht nur dein Team, bald wird unser Team die Fußballmeisterschaft gewinnen und dann sind wir Champion, kapiert? Hey, hör mal, Danny, jetzt bist du aber der Ballon, der gleich platzt. Ich glaubst du mir etwa nicht? Wir werden es schaffen, ich weiß gehen es. Wir? Ich will meinetwegen gehen wir. Jade Perkins? Ja? Ist das Ihr Motorrad? Naja, eigentlich gehört es meinem Bruder. Was ist denn los? Hey, was machen was Sie da? Denn das? Warum? Was suchen Sie denn? Na also. Was ist das denn? Es wird Kokain sein. Kokain? Und was sagen Sie dazu? Nichts. Ich weiß nicht, wie es dahin gekommen ist. Was ist damit? Ich weiß
nicht. Durchsuchen Sie beide. An die Wand und die Beine auseinander. Sie macht Witze. Los an die Wand, alle beide. Das gibt's nicht, das ist doch lächerlich. Kokain. Sie sind sauber. Mitkommen. Wohin? Wir fahren in die Stadt zum Hauptrevier. Weshalb? Woher nehmen Sie das Wir haben eben genug Kokain gefunden, um Ihr ganzes Fußballteam zu verhaften. Ja? Hallo, Cruz. Hier spricht Eden. Ich möchte dich sehen. Das glaube ich dir nicht, Eden, dass du mich wirklich sehen möchtest. Du hast recht. Ich muss dich sprechen, Cruz. Und das sehr dringend. Nein, ich will nicht mehr. Ich möchte dich genauso wenig sprechen wie du mich. Ich werde dich hier erwarten. Ich halte das für keine gute Idee. Vielleicht wirst du dich erinnern, Cruz. Du schuldest mir was. Was ich glaube, ist dir völlig unwichtig. Nur deine Meinung interessiert dich. Also, was glaubst du, Kelly? Dass Joe unschuldig ist. Gut, welche Beweise hast du? Und hast du sie geprüft? Oder Danny, hast du etwa keine? Ich kenne Joe und ich vertraue ihm. Das ist dein Gefühl, Liebling. Vor Gericht zählen aber nur Beweise. Es dauert eine Weile, es zu beweisen. Aber wie soll er es schaffen, wenn jeder versucht, ihn daran zu hindern? Kelly, da gibt es nichts zu beweisen. Gar nichts. Dieser Mann will dich doch nur schamlos ausnutzen. Nein, das tut er nicht. Bitte glaub mir doch. Ich denke oft an Channing. Ich habe ihn genauso geliebt wie ihr, Daddy. Aber es bringt uns Channing nicht zurück, wenn Joe dafür bestraft wird. Er ist zu Unrecht verurteilt worden. Und ich will ihm helfen, den wahren Mörder zu finden. Du willst gegen uns arbeiten? Ja, das will ich. Kelly, dieser Mann ruiniert noch unsere ganze Familie. Daran hat Joe aber keine Schuld. Er muss nur dafür bezahlen, Daddy. Du bist verbohrt in diesen Gedanken. Hör jetzt auf. Du weißt nicht mehr, was du redest. Daddy, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich kann hier nicht länger wohnen, wenn du mich als Kind ansiehst. Ich erwarte von dir, dass du mich mit dem gleichen Respekt behandelst wie alle anderen. Sonst bleibe ich nicht hier. Wenn du dich unbedingt weiter mit Joe Perkins treffen willst, dann wird es besser sein, du gehst. Ich habe Sie hier erwartet. Also, was wollen Sie von mir? Ich weiß etwas und ich muss unbedingt mit Ihnen darüber reden. Joe, was wollten Sie in Anchorage? Wer hat Ihnen davon erzählt? Aus welchem Grund waren Sie dort? Woher haben Sie diese Information bekommen? Ihnen kann unmöglich jemand was gesagt haben. Waren Sie im Bacon House? Ja, ich habe dort jemanden gesprochen. Oder wissen Sie das auch schon? Mit wem haben Sie gesprochen? Ich habe dort eine Frau gesprochen. Dann habe ich das Foto herumgezeigt, das ich von Ihnen auf Drews Hausboot aufgenommen habe. Aber niemand von denen hat sie erkannt. Doch dann war da diese Frau in dem Zimmer. Welche Frau? Sie wusste, wer sie sind. Sie sagte, dass sie sich noch genau an sie erinnert. Sie konnte sogar noch die Verkleidung beschreiben, die sie trugen. Eine hatten sie an, als wir uns einmal hier trafen. So war das. Sie erinnert sich noch an ihren Namen. Sie wären eine gewisse Jane Doe. Jane. Ich bin doch ein Idiot, was? Ich hätte es viel eher merken müssen. Was denn? Dass Sie eine Frau sind. Was ist mit Ihnen passiert? Warum machen Sie das alles? Warum waren Sie in diesem Bacon House? Was ist in Ihrem Leben falsch gelaufen? Wer sind Sie? Er weiß es. Oh, jetzt weiß er es. Daddy, du musst Kelly aufhalten. Du kannst sie jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ich denke nicht daran, sie auch noch aufzuhalten. Ich bin ganz und gar nicht überrascht. Ich habe das früher oder später kommen sehen. Sind wir denn keine Familie mehr? Wir sollten zusammenhalten.
Geradezu faszinierend, wenn das jemand sagt, der seit Jahren nicht mehr hier war. Mason, ich habe mich trotzdem immer eng mit dieser Familie verbunden gefühlt. Merkst du nicht, dass du sie regelrecht wegschickst? Ich kann mich nicht überreden, noch länger zu bleiben. Er wird's auch nicht versuchen. Ich will hier nur raus. Kelly, bitte geh nicht. Dein Platz ist bei Nein, uns. Nein, das geht nicht gut. Ich finde, dass ich nicht hierher passe. Und wohin willst du jetzt gehen? Ich habe keine Ahnung. Nun, unternehmt doch irgendetwas, statt so stur dazustehen. Hallo? Ist Kelly zu Hause? Nein, ist sie nicht. Wer ist da? Und hat sie gesagt, wo sie hingeht? Nein, das hat sie nicht gesagt. Mit wem spreche ich denn? Sie ist bestimmt zu Peter gegangen. Wie bitte? Soll ich dir mal was sagen? Was? Ich fühle sogar deinen Puls durch dieses dicke Verbandszeug. Sehr witzig. Ich frage mich, wo Sam sein kann. Was wollen wir trinken? Ein Milchshake. Ah, dann wollen wir mal sehen, ob wir noch... Hey, Lockridge, du bist dran, klar? Ja, sofort, ich komme gleich. Du bist schon 5 Minuten überfällig, Amigo. Ja, nur einen Augenblick, bin gleich zurück. Okay. Hey, Chuck, könntest du mich hier heute Abend vertreten? Warum? Ach, komm schon, Mann, wie oft habe ich das für dich gemacht? Ah, du hast die kleine Schnecke aufgerissen, hä? Ja und nein. Tja, das ist sehr schwierig. In welchem Verhandlungsstadium steckt ihr denn eigentlich, hä? Nein, das siehst du falsch, also sei ruhig. Erzähl mir nichts, ich kenne dich doch. Ich habe euch beobachtet. Du brauchtest bei ihr nur eine Stunde. Ich gehe wahrscheinlich immer noch zu langsam vor. Hör mal, das stinkt mich langsam an, Chuck. Weiß ich. Trotzdem, sie ist scharf auf dich. Was hältst du von einer kleinen Bierwette? Jeder bekommt eine bestimmte Zeit. Ich habe gesagt, du sollst cool bleiben. Sei endlich ruhig. Cruz. Hallo, Rosa. Komm rein. Schön, dich wieder mal zu sehen. Du siehst gut aus wie eh und je. Ach, Cruz. Ich werde von Eden erwartet. Sie ist dort drin. Du weißt ja hier Bescheid. Danke. Ich freue mich, dass du doch gekommen bist, Cruz. Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich gehe ran. Hallo? Ja? Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber wir brauchen Perkins selbst und nicht nur sein Motorrad. Gut, kümmern Sie sich darum. Soeben hat die Polizei bei einer Durchsuchung unter dem Sitz von Joe Perkins Motorrad 10 Gramm Kokain gefunden. Und wo ist Perkins? Sie suchen ihn noch. Jetzt ist er erledigt. Genau das, was wir brauchten. Ja, es soll ja zuweilen solche Zufälle geben. Spätestens bis heute Abend haben sie ihn. Gott sei Dank. Jetzt wird er nicht mehr in der Lage sein, unserer Familie zu schaden. Sieh da, Joe Perkins. Wo ist Kelly? Was willst du hier? Ich habe gefragt, wo Kelly ist. Also hier ist sie nicht. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ist sie da drin? Nein. Selbst wenn sie hier wäre, würde ich dich nicht reinbitten. So leicht lasse ich mich nicht abfertigen. Verstehst du das denn nicht? Hey, pass auf, Kumpel. Du könntest große Schwierigkeiten bekommen. Peter, mach dich doch nicht lächerlich. Du musst es nur abwarten. Du wirst mehr Schwierigkeiten bekommen, als du dir vorstellen kannst. Kannst du mir sagen, worüber du redest, Mann? Wirst du ja sehen. Ruhig. Verdammt, was soll das denn? Ruhig. Du hast uns nicht gesagt, dass du Besuch mitbringst. Was sind das für Leute? Wir sind Freunde. Antonios Freunde. Antonio hat sehr große Probleme. Und ich fürchte sie jetzt auch.